Musikalisch kann ich mit dem Großteil nicht so viel anfangen. Was ist daran so toll, ein Arschloch zu sein? Ich kann da was mit anfangen. Warum willst du ein Arschloch sein? Was hast du davon? Ernsthaft? Düsterer, aggressiver, melancholischer, depressiver. Ich muss mir meiner Meinung nach den Schuh nicht anziehen. Ich ziehe ihn mir aber an. Ich alleine bin schon der Beleg, dass Deutschrap-Journalismus nicht schlecht sein kann. Ich glaube, dass Kartoffeln eher verhaltener sind. Sie sind reservierter, in sich gekehrter. Ja, wo denn? Wo bist du denn verrückt? Boah, das ist absolut wack. Das ist der letzte Dreck. Die würden das komplett zerficken. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Falk hier auf dem Backspin-Kanal im Internet. Ihr habt mir wie immer zahlreiche Fragen gestellt. Hier oben, ne, ist der Community-Tab. Martin wird den einblenden, dann könnt ihr da auch Fragen stellen. Und ich lege jetzt mal los mit Fragen beantworten. Vincent Weger fragt: Hi Falk, wird es deiner Meinung nach je zu einer Versöhnung zwischen Savage und Ekko kommen? Es gab da ja in den vergangenen Jahren einige Annäherungen. Also ja, ich habe das auch gesehen, letzte Woche auf Twitter waren da so, da hat er sich dazu geäußert, vor allem im Speziellen, wie es ihm dabei ging, in dem Wissen, was er sozusagen anrichtet, ja, also er weiß ja, was für ein Schaden dabei rauskommt und auch andersrum und trotzdem machen Rapper halt sowas und dass man sich dabei nicht zwingend extrem wohlfühlt oder so, das hat er zum Ausdruck gebracht. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das noch zu einer finalen Versöhnung so wirklich miteinander kommt. Das wird, glaube ich, aber noch ein bisschen dauern. Ich glaube, dass das braucht immer noch Zeit. Das ist ein bisschen verrückt, aber ja, so ist es halt. So, nächste Frage. Dirty Daddy. Grieß die Falkenauge. Du möchtest nicht mal mehr was essen? Nicht mal mehr was essen? Mich würde deine Meinung über Bowser sehr interessieren. Angeblich will er demnächst seine Karriere als Sänger-MC beenden. Wie findest du sein künstlerisches und musikalisches Schaffen und ist was dran an dem Film von wegen Karriereende? Also ich finde, von der Ausgangslage, ja, also Stimme, Flow und so, finde ich das auf jeden Fall sehr nice. Musikalisch kann ich mit dem Großteil seines Autotune-Werks nicht so viel anfangen. Das ist für mich persönlich zu Hause nicht sowas. Aber ich kann nachvollziehen, warum das so erfolgreich ist und funktioniert. Und was ist dran an dem Film von wegen Karriereende? Also bisher nehme ich ihn da sehr ernst und das sieht so aus, als würde er das durchziehen. NS Tuncher fragt: Hi Falk, was hat aus deiner Sicht Shindy für deutschen Hip-Hop getan? Was ist seine Bedeutung im Hip-Hop? Liebe Grüße, NS, PS, so Hip-Hop, als ob ich Falk Schacht bin. Shindy Family First. Shindy ist derjenige, der sehr extrem so den Swag, den Drip zurückgebracht hat in den Deutschrap. Und er ist jemand, der ganz gut so diesen Nullerjahre-Film den Nullerfilm, ich kann nichts sehen, Schatz. Ja, ganz fein. Den Nullerfilm zurückbringt, also all das so Hype Williams, Puff Daddy, so diese ganze Nullerjahre-Rutsche. Und das finde ich auf jeden Fall nice. Ich kann da was mit anfangen und ich mag auch diese, also viele finden das ja irgendwie arrogant oder können damit nichts anfangen. Ich mag das aber, ich finde das gut, mir gefällt es. Michael Meyer fragt: Alter, hört doch bitte auf, Hip-Hop immer so erwachsen zu bewerten. Es ist halt ein Kinderspielplatz und auch als Erwachsener kann man da kindisch sein. Lass uns doch eine Kunstform, wo man diesen ganzen politisch korrekten Scheiß nicht mitmachen muss. Hip-Hop darf politisch unkorrekt sein. Hip-Hop soll chauvinistisch und frauenfeindlich sein. Hip-Hop soll ein Ventil für Hass sein. Meine Güte, das ist Hip-Hop. Wenn du es gesittet und durchdacht haben willst, geh doch einfach woanders hin. Also erstmal ist es ja nicht als Frage formuliert, weswegen ich dir jetzt mal eine Frage stelle. Was ist daran so toll, ein Arschloch zu sein? Ja. Um das vielleicht noch mal ein bisschen zu unterfüttern mit Inhalt, politische Korrektheit hin oder her, das sind ja, da geht es ja dann auch um Ideologien und sowas.
Aber ich würde jetzt mal behaupten, dass wenn ich mich den weiblichen Mitgliedern deiner Familie hip-hop-technisch, so wie du das verstehst, gegenüber verhalten würde, dann würdest du doch mit Sicherheit der Überzeugung sein, dass ich ein Arschloch bin und würdest mich wahrscheinlich auch anmachen. Also ist doch nicht die Frage, ob ein Arschloch, weißt du, was ich meine? Und ansonsten, ja, kindisch sein ist gut, du willst nichts mehr fressen, aber nee, come on. So wie du das darstellst, so sehe ich das nicht und so ist das nicht. Also, warum willst du ein Arschloch sein? Was hast du davon? Ernsthaft. So, mein Schatz, du kannst ja mal zurück, ne? Komm. Ja. Das ist ein tolles Spiel, ne? Dark Eagle fragt: Hallo Falk, was hältst du von Bushidos neuem Tabak? Also findest du, dass er damit seine Stellung als Künstler für den Kommerz ausbeutet? Vielen Dank für deine Antwort. Also, nein. Und ja, also, was heißt ausbeuten? Er beutet sich selbst ja aus, euch gegenüber als Fan. Weißt du, was ich meine? Und dass er neben Musik noch was anderes anbietet, ich kann da jetzt nicht so ganz den Widerspruch erkennen. Weil er bietet seine Musik ja auch zum Verkauf an. Er verschenkt die ja nicht. Also ich kann da den Widerspruch oder das Problem nicht so wirklich drin erkennen, weil wenn der Tabak ein Problem wäre, dann wäre seine Mucke auch ein Problem. Gambler möchte wissen: Ich lese immer wieder, dass Fans sich bei Künstlern dafür bedanken, dass ihnen ein bestimmter Song dabei geholfen hat, eine schwierige Lebenssituation zu überstehen, zum Beispiel den Verlust eines geliebten Menschen. Da ich persönlich noch nie diese Erfahrung mit Musik gemacht habe, würde ich von dir gerne wissen, ob das bei dir schon mal der Fall war, dass dir ein Lied durch eine schwierige Phase geholfen hat und wenn ja, welches? Ich würde mal behaupten, dass meine kompletten 20er, vielleicht bis zur Mitte der 30er, auf jeden Fall geprägt waren von viel düsterer, aggressiver, melancholischer, depressiver, bittersweet ist so ein Begriff, den man dafür auch benutzen kann, solche Musik. Und da war das jetzt nicht zwingend nur Rap, ne? Wenn, dann war es klar der düstere oder aggressive Rap. Und bei melancholischer Musik, da muss ich sagen, habe ich bei Rap oft ein Problem. Ich möchte von Rap Melancholie. Also, es gibt es schon auch in gut, aber Melancholie ist für mich besser aufgehoben in anderen Musikgenres. Also zum Beispiel Trip-Hop. Da hatte ich eine sehr starke Phase mit Portishead und Massive Attack. Ich sag mal so, da gab es eine Trennung. Die Trennung hat mir wehgetan. Und ich habe sehr viel Musik, schmerzhafte Musik gehört, die das sozusagen. Kennt ihr das noch früher, wenn euch die Zähne ausgefallen sind, die Milchzähne, und man daran so rumgejackelt hat und das irgendwie so eine Mischung war aus Aua, aber kurz davor war es doch irgendwie so und man hat nicht aufgehört? Bei mir war das auf jeden Fall so. Also so ungefähr. Man hört die Musik und es ist wie am Zahnruckeln. Jo Eike Vormittag sagt: Servus Falk. Hip-Hop und Journalismus, wie ist die Lage? Wie bewertest du die heutige Medienlandschaft sowie praktische Berichterstattung zum Genre? Und vor allem, wie könnte man selber noch Fuß fassen? Any Tipps oder kann man überhaupt richtig, so dass es lukrativ und existenzsichernd ist? Danke, Grüße, Rock On. Ich finde, es gibt genug. Ist es mir nur nicht divers genug. Also zu viele machen mir zu gleiche Sachen. Ich kann mir also sozusagen dreimal das Gleiche von drei unterschiedlichen Plattformen auswählen. Es gibt sehr viel auch Trash. Ich bin ein Trash-Fan, ich kann da durchaus mit was anfangen, kann aber verstehen, dass es viele Leute gibt, die sagen, was soll der Müll so damit, da habe ich keinen Bock drauf. Und die Kritik in ihrer Allgemeinheit, die gerne geäußert wird, dass Deutschrap-Journalismus nicht kritisch ist oder so, das kann ich so pauschal, der Hund haart, der fängt jetzt an zu haaren, das geht ja gar nicht, kann ich so pauschal nicht so stehen lassen. Für mich, weil ich hätte das dann gerne insoweit differenziert,
dass man mir sagt, okay, der ist scheiße oder der ist geil oder andersrum und zwar auch noch warum. Weil einfach nur die Aussage, Deutschrap-Journalismus ist nicht kritisch genug, sorry, damit kann ich nichts anfangen. Und wenn ich nachfrage und so, dann merke ich auch, dass das oft Leute sind, die eigentlich eine Plattform benutzen. Ey, sorry, wenn du eine Plattform benutzt und die scheiße findest, kannst du davon nicht auf komplett Deutschrap-Journalismus schließen. Und ich sag mal so, ich muss mir meiner Meinung nach den Schuh nicht anziehen, ich ziehe ihn mir aber an. Und das ist vielleicht dann mein Trigger und mein Problem, weil ich bin bemüht, er war stets bemüht, ja. Ich bin bemüht, meinen Job anständig zu machen und deswegen finde ich diese, also ich alleine, boah, pass auf, ich versteige mich jetzt mal. Ich alleine bin schon der Beleg, dass Deutschrap-Journalismus nicht schlecht sein kann. Ja, von den Rappern lernen. Auch mal einfach was völlig Übertriebenes sagen. Einfach mal so. Donny Brasco möchte wissen. Hi Falk, was ist deine Meinung zu der aktuellen Musik, die AON, also Alles oder Nix, released? Findest du es auch nicht schade, dass der ursprüngliche West Coast-ähnliche Soundbeat insbesondere bezüglich Ratars Musik verloren gegangen ist? Klar, Künstler entwickeln sich weiter etc., aber war der Sound nicht gerade das, was AON so ausgemacht hat? Das AON, von dem du sprichst, hat das ausgemacht, das ist richtig, aber AON ist ja in der Zeit auch stark gewachsen. Du hast ja viele neue Künstler, so wie Mero und so weiter und so fort. Ratar hat zusätzliche Labels links und rechts aufgemacht. Also es ist einfach gewachsen, dementsprechend verändert es sich. Ich verstehe, was du meinst, aber das ist halt der Lauf der Dinge. Ich kann das nicht per se als negativ labeln, weil das so ist das Leben einfach, das entwickelt sich. Und ich verstehe, dass du sozusagen, dass dir da was fehlt, aber dann guckt man halt links und rechts. Also zum Beispiel, check mal den Newcomer Shogun. S-H-O-G-O-O-N. Wenn Martin ein nicer Motherfucker ist, wird er hier in die YouTube-Kommentarleiste wird er einen Link zu einem Video oder der Instagram-Seite von Shogun packen. Der ist auf jeden Fall für mich gerade der spannendste West Coast-flavored Rapper in Deutschland. Er macht auch alles selber, der macht die Beats selber, der hat sich eine Talkbox jetzt gekauft und so. Also check den. Wenn ihr nicht ganz so auf Rap hängen geblieben seid, es gibt zum Beispiel noch Sin 2, den ich auch richtig krass finde, der auch mit Talkbox unterwegs ist. Das ist dann eher West Coast Funk, also das, was vor West Coast Rap in den 80ern groß war. Aber checkt auf jeden Fall Sin 2, der ist auch extrem nice. Shogun und Sin 2. So, Rapnerd43 schreibt, hallo Falk, da du selbst bei der banalsten Frage in einen Redeschwall gerätst, hier ein paar Entweder-Oder-Fragen. Glatze oder nur noch Trucker-Caps? Trucker-Caps. Beat oder Rap? Immer erst Beat. Rap aus Hamburg oder Stuttgart? Hamburg. Auch deshalb, weil in den letzten Jahren wirklich so viel krasses Talent in dieser Stadt am Start ist. Vielleicht ist das in Stuttgart auch der Fall, die kenne ich dann einfach nicht, aber Hamburg hat auf jeden Fall deshalb Vorsprung. Modus Mio oder Tapefabrik? Tapefabrik. Wobei, Modus Mio ist mir oft zu glatt und zu poppig, damit kann ich nicht so viel anfangen. Ich mag aber schon auch aktuellen und zeitgeistigen und Trap und Drill und so, ja. Also Tapefabrik 2.0. Podcasts oder lieber was Richtiges arbeiten? was ist richtige Arbeit? iCap fragt, wer hat Tupac erschossen? Meine Mutter? MRX, wieso ist Deutschrap nicht in einer Milliarde Jahre so cool, tight, drippig? Wow, oh, der ist geil. Drippig, es gibt so von 5 Sterne Deluxe, gibt so Interludes, wo er so einen Dulli nachstellt und anruft auf dem Anrufbeantworter um so ein Demo. Ja, könnt ihr mal unser Demo hören? Ja, wir machen jetzt auch voll geile Beats und so. Wir haben uns jetzt auch eine SP-1200 gekauft und unsere Beats sind jetzt so voll New Yorkig.
Und das, da muss ich jetzt gerade dran denken. Also Drippig und New Yorkig sind. Also, warum sind die nicht so cool und drippig wie in London oder UK Grime Drill? Hashtag Bujaka. Ich sag mal so, was drippig ist, ist ja auch immer Ansichtssache. Also, ich weiß genau, was du meinst, und ich glaube, die allermeisten, die hier zugucken, wissen das auch. Aber ich würde mal sagen, da kommen wahrscheinlich diverse Phänomene zum Tragen. Zum einen ist es so, dass man ja meist das, was die anderen haben, spannender findet als das, was man selber hat. Wobei das ja bedeuten würde, dass die UK-Fans auf Deutschrap stehen würden, was sie wahrscheinlich nicht tun. Dementsprechend haben wir da schon, glaube ich, eine Fallhöhe, was die Nicht-Drippigkeit deutscher Acts betrifft. Ich glaube einfach, dass das viel damit zusammenhängt, dass wir Kartoffeln, und dazu zähle ich alle, die in diesem Land leben, weil wenn du hier lange lebst, wirst du automatisch, weil wir den Kartoffel-Lifestyle leben, wirst du auch eine Kartoffel, ist halt so. Und ich glaube, dass Kartoffeln eher verhaltener sind, sie sind reservierter, in sich gekehrter. Feiern und expressive Verhaltensweisen werden in diesem Land nicht geschätzt und nicht gefördert. Das ist, selbst mit der kleinsten Sache bist du schon voll der Freak und Leute gehen ins Fernsehen und sagen, ja, ich bin ein bisschen verrückt. Ja, wo denn? Wo bist du denn verrückt? Und da das halt so low gehalten wird in diesem Land, ist natürlich auch die Musik so. Die Künstler sind so in ihrer Ausdrucksweise. Ich sag mal so, vor Afrotrap hat man den Eindruck gehabt, dass die Eckensteher, ich liebe diesen Begriff, dass die Eckensteher-Fraktion halt irgendwie bloß nicht Softes machen so. Es ging immer nur um Härte, Härte, Härte. Und Afro-Trap hat so ein bisschen das aufgebrochen. Also man konnte jetzt halt hart sein bei Sonnenschein, nenne ich das jetzt mal, ja. Und ich glaube, das kommt einfach aus unserer Kartoffelkultur. Wenn du in ein anderes Land fliegst, merkst du ja auch, dass dort der Umgang untereinander einfach anders ist und dass die Leute eine andere Umgangsart miteinander pflegen und deshalb auch dort andere Wesen und andere Ausdrucksformen anders angenommen werden, also überhaupt angenommen werden. Und wenn sie es nicht tun, dann hat man halt Stock im Popo. RGN 1711. Yo, Falk, cooles Format erstmal. Dankeschön. Wie wichtig ist es heutzutage, Künstler professionell zu vermarkten und zu trainieren? Ich meine das als Labelarbeit. Reicht das schon ein Feature mit einem großen Rapper und ein paar Klicks? Weil ich finde, dass viele erfolgreiche Rapper schlechte Musik droppen, aber Image wird gut vermarktet und deshalb läuft es. Bleib gesund. Danke, du auch. Ja, Vermarktung ist wichtig. Sich zu überlegen, was man tut, ist wichtig. Du hast da reingeschrieben, trainieren. Also generell bin ich, wir lernen unser ganzes Leben. Ich bin deshalb dafür, dass die Leute sich vergegenwärtigen, dass sie sich eigentlich in einem Dauertraining befinden. Ich glaube aber, dass es für viele Künstler immer noch seltsam ist, wenn man ihnen sagt, ja, pass mal auf, wir machen jetzt zum Beispiel Medientraining. Ich glaube, viele machen das tatsächlich auch nicht. Es wäre vielleicht hier und da für den einen besser. Dazu gehört wiederum die Erfahrung als Labelchef, wenn du bemerkst, okay, mein Künstler würde wahrscheinlich vor einer Kamera nicht funktionieren oder so, kann das halt helfen, weil Nervosität oder was auch immer. Dazu gehört vielleicht auch ein bisschen, wie man mit Fragen umgeht, wie man vor allem auch mit kritischen Fragen umgeht, ohne sich noch ein Eigentor zu schießen oder vielleicht auch einfach im Grundverhalten, im Alltag mit Kritik besser umgehen zu können. Ich glaube aber, das ist schwierig, wenn einer nicht offen ist und mitmachen will. Dann kannst du so viel trainieren, wie du willst. Es wird immer wack sein, was bei rauskommt. Weil ich sag mal so, Hip-Hop als Überauthentizitätsdogma-Feierer, habe ich noch die Kurve am Ende des Satzes gekriegt, das Publikum merkt es sehr schnell. Sie merken es manchmal auch bei Leuten, wo es nichts zu merken gibt. Das finde ich auch manchmal lustig, wenn die dann so in den Kommentaren schreiben, ja, yeah, alles Promo, ja, alles wack und der lügt und der macht dieses und jenes. Es ist schon nice. Es werden 1000 Verdächtigungen, warum einer was, wieso, weshalb macht. Meistens sind es lustigerweise ganz normale Zusammenhänge, warum ein Mensch irgendwas Dummes oder auch Intelligentes oder überhaupt was macht.
Aber die Leute merken das sehr schnell, wenn du nicht authentisch bist. Von daher trainieren, ja, um Erfahrung zu sammeln, um etwas hinzupacken, wo nicht sein kann, weil die Person nicht so ist, das wird nicht funktionieren. Und schlechte Musik, ich weiß, was du meinst, ist aber auch Ansichtssache. Gibt sehr viele Leute, die schlechte Musik feiern. Ja, leider. Vincent Vega. Hi Falk, gibt es deiner Meinung nach mehr Rapper, die Gangster-Shit machen oder mehr Gangster, die Rap-Musik machen? Ich sag mal so, es gibt mehr Rapper, die Gangster-Shit versuchen nicht mehr zu machen, wenn es geht, weil sie nicht gebastelt werden wollen, weil sie die legale Karriere nicht ficken wollen. Und die Gangster, die wiederum versuchen zu rappen, können oft nicht so gut rappen. So, das ist so meine Antwort. So, und wir sind schon wieder kurz vorm Ende dieses wunderbaren Formates angekommen. Und ich werde jetzt pro Folge, das ist mein Ziel, ob es funktioniert, das werden wir dann noch sehen, einen Prominenten haben, der eine Frage stellt. In dieser Folge ist der prominente Juicy Gay und seine Frage sah und hörte sich folgendermaßen an. Jo, was geht ab, Falk? Ich habe eine kleine Frage und zwar ein kleines Gedankenexperiment. Wenn man jetzt mal 20 Jahre zurück in die Vergangenheit reisen würde und auf einer Hip-Hop-Jam wäre und da die aktuelle Musik zeigen würde, die es so im Deutschrap gibt zurzeit, wie glaubst du, wie würden die Reaktionen ausfallen? Wow. Ja. Ja, kommt ja ein bisschen drauf an, was, ne? Also ich glaube, wenn man jetzt mal sagt, und das meint er nicht, aber ich möchte es daraufhin ausweiten, also Griselda Records und was Benny the Butcher und Westside Gunn und Conway und so machen, ich glaube, da gäbe es nicht so große Berührungsproblematiken. Man würde halt sagen, ja, das ist ungewöhnlich langsam und so. Und vielleicht würde man es als Horrorcore oder sowas abtun, so ein bisschen. Horror-Gangstercore, irgendwie sowas. Aber wovon er natürlich spricht, ist Mumble-Rap, Trap im weiteren Sinne und Afro-Trap. In Deutschland, also die Vorstellung, mit Afro-Trap-Sachen auf eine traditionelle, hier in der Markthalle in Hamburg auf die Christmas Jam zu gehen und das irgendwie Jan Delay vorzuhalten oder so. Also die würden sagen, boah, das ist absolut wack, das ist der letzte Dreck, das kann man nicht machen und die würden das komplett zerficken. Da würde kein Grashalm mehr stehen. Mal andersrum, wenn du die von da heute dahin stellst, vor ein richtiges Afro-Trap-Publikum, würden die ja auch sagen, könnt ihr bitte die Rentner von der Bühne rollen so. Ich glaube, das ist schwer kompliziert und auch nicht fair. Nicht fair in dem Sinne, dass ich verstehen kann, dass wenn man in diesem Mindstate von 99 ist und dann Afro-Trap hört, dass man dann sagt, nein, das ist Rap-Schlager oder so. Das kann ich alles nachvollziehen. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist dieses Hip-Hop ist größer als das, was sich der Verstand vorstellen kann. Und das war mir damals auch nicht bewusst, weil ich hätte genau dieselbe Scheiße gelabert. Ich hätte auch gesagt, das ist alles wack. Ich mag ja auch keinen Afro-Trap, ich kann damit nichts anfangen, aber das ist meine private Meinung, meine individuelle. Gesamt-Hip-Hop-technisch das auszugrenzen und zu sagen, nein, das ist nicht Hip-Hop, das kann ich nicht, das geht nicht. Das ist auch Hip-Hop. Es ist der. Ich habe mal folgende Metapher für sowas benutzt. Wenn du eine Weihnachtsfeier machst mit deiner Familie, dann gibt es da auch immer diese Mitglieder, die am Familientisch sitzen, wo du denkst, boah, ich setze mich mal wirklich möglichst weit davon weg, weil, guck dir meinen Onkel an, schwierig und seine ganze Familie. So, und es ist trotzdem am Ende deine Familie, aber die Teile, die dir nicht so gefallen, das ist zumindest meine persönliche Definition der Hip-Hop-Kultur, die auszuschließen zu sagen, die sind nicht Teil der Familie. Ich mache gar nicht die Tür auf, wenn die kommen.
das gibt's für mich ausschließlich nur bei Nazi-Rap. So, das war eine weitere Folge. Ich habe jetzt mit der letzten Frage ein bisschen überzogen, aber das macht nichts. Ihr könnt wie immer hier Fragen stellen in den Community-Tab. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder bei Frag Falk. Bleibt gesund. Und, boah, das ist so scheiß heiß. Ich muss jetzt mal einen hier trinken. Ja. Meinst du, das riecht deshalb so eklig, damit wir es nicht essen? Oder damit Hunde es essen? Das riecht echt nicht so gut.